Wir stellen den Unternehmenswert Eigenverantwortung vor. Formuliert heißt der, wir setzen uns gerne den Hut auf. We love to be in charge. Für mich hat das sehr viel mit Autonomie zu tun. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass Mitarbeiter gerne eigenverantwortlich, autonom arbeiten wollen, selber Entscheidungen treffen wollen. Und es lässt sich eigentlich kaum besser erklären, als dass wir genau das einfach machen. Der Mitarbeiter, zum Beispiel du als Bewerber oder vielleicht als Kunde, diejenigen, die in ihrem Team sind, die treffen die Entscheidungen, weil die am nächsten am Problem sind und das am besten können. Darauf vertrauen wir und das funktioniert auch sehr gut. Vielleicht kannst du ein Beispiel erzählen, Olli? Ja, beispielsweise, dass wenn es um neue Projekte geht, bei Kundengesprächen, dass es keine Vorgaben gibt über Arbeitszeiten, über Kosten, sondern dass das Team selber darüber entscheidet, wie sie es umsetzen will, das mit dem Kunden auch abspricht und jeder sagen muss, das geht oder das geht nicht und dann die Entscheidung, ob man das Projekt dann durchführt und in welcher Art und Weise man das Projekt durchführt, eigenverantwortlich vom Team getroffen wird. Das heißt, das Management trifft keine Entscheidung, sondern das Projektteam ist wirklich autonom und kann mit dem Kunden gemeinsam vereinbaren, was für ihn am besten und für das Team möglich ist. Richtig, was schmerzhaft sogar dazu führen kann, dass man sagen kann, das Projekt geht gar nicht durchzuführen, weil wir es nicht leisten können. Aber das weiß natürlich das Team besser und die einzelnen Mitglieder des Teams wissen das besser, als wenn man das von oben herab sagen würde, das machen wir trotzdem. Also insofern verlassen wir uns auf die Verantwortlichkeit der Teams. So viel zur Eigenverantwortung bei Cybert Media. Dankeschön.